Heißt. Ja, mein Name ist Regina Füllwock und ich bin die Geschäftsführerin des Schweriner Jugendring e.V. Die erste Frage wäre allgemein erstmal nach den Familienverhältnissen. Ob Sie Familie haben, in welcher Familienform Sie eventuell auch zusammenleben? Ich habe eine ganz, ganz kleine Familie. Das heißt, meine Familie besteht in der Herkunftsfamilie aus meiner Mutter und meiner Schwester und dem Mann meiner Schwester. Und ich selber lebe in Lebensgemeinschaft. Okay. Was war damals Ihr erster Berufswunsch? Mein allererster Berufswunsch, an den ich mich erinnere, ist, ich komme aus dem kleinen Dorf Pogez. Also das heißt, ich habe die ersten 11 Jahre meines Lebens in dem kleinen Dorf Pogez am Ratzeburger See gewohnt. Und da wollte ich immer unsere Dorfpost übernehmen, weil ich das sehr spannend fand, dass auf der einen Seite da mit Zahlen gearbeitet wurde, also mit den Postsparbüchern, da habe ich immer mein Erspartes hingebracht. Und ich fand es auch irgendwie ganz nett, mir vorzustellen, dass ich jeden Morgen eine Runde mit dem Fahrrad mache und dann die Briefe austrage. Und so diese Vielfalt, ich wollte gerne unsere Dorfpost übernehmen. Die nächste Frage wäre, welche Musik Sie früher gerne gehört haben und was Sie heute so gerne hören? Ist die Frage, was ist früher? Also wenn ich jetzt an meine Teenagerzeit zurückdenke und dann bis heute, muss ich sagen, hat sich das gar nicht so sehr verändert. Also ich kann beispielsweise sagen, ich habe mir mit 14 eine Platte von Barclay James Harvest gekauft und habe das mittlerweile längst als CD und höre das auch immer noch genauso gern wie früher. Also da hat sich gar nicht so viel verändert. Es sind, denke ich mal, eher melodische Sachen aus dem Rock- und Pop-Bereich. Und was ich auch sehr gerne höre, ist alles im Bereich Folk- und Weltmusik. Okay, da wären wir auch schon beim Thema, nämlich die Veränderung. Was für eine Frisur hatten Sie früher und inwiefern, beziehungsweise warum hat sich das verändert? Also ganz früher, als Kind, da habe ich übrigens gerne Heintje gehört, hatte ich ganz lange Zöpfe. Die gingen irgendwie ungefähr bis zum Hintern. Waren aber auch so dick, dass es nicht anders machbar war, als dass ich sie immer in geflochtenen Zöpfen getragen habe. Und das hat sich dann geändert. Das war also eine ganz radikale Entscheidung, einfach als ich in die Pubertät kam. Weil ein Mädchen mit Zöpfen hat einen wahnsinnig braven Anstrich. Und wenn man dann anfängt, sich für Jungs zu interessieren, ist das ausgesprochen kontraproduktiv, wenn man dann so brav wirkt. Und deswegen mussten die Zöpfe dann irgendwann ab. Aber was ich noch nie hatte, war ein richtiger Kurzhaarschnitt. Ich habe auch damals die Zöpfe nur so weit abgeschnitten, dass ich halt irgendwie lange Haare hatte, mit denen ich irgendwas machen konnte. Und einen echten Kurzhaarschnitt hatte ich noch nie. Was ist Ihr oder wo ist Ihr Lieblingsplatz in Schwerin und wieso ist das Ihr Lieblingsplatz? Also so rein von der Optik her, ich habe, glaube ich, keinen Platz, wo ich jetzt sagen würde, da halte ich mich am liebsten auf. Aber ich finde, der schönste Platz von Schwerin ist der Pfaffenteich. Und das ist für mich deshalb der schönste Platz, weil es ist egal, an welche Ecke ich mich stelle. Wenn ich da rüber gucke, sieht es immer genial aus. Mhm. Können Sie dort auch entspannen oder wie entspannen Sie bzw. wie kommen Sie zur Ruhe? Also ich kann da sicherlich auch entspannen, weil entspannen bedeutet für mich dann auch einfach mal nichts tun. Also ich könnte mir gut vorstellen, mich da irgendwie auf eine Parkbank zu setzen und ein bisschen übers Wasser zu gucken, aber ansonsten hätte ich dann vermutlich, wenn ich mich da hinsetzen würde, sicherlich was zu lesen dabei oder was zu stricken dabei. Was stricken Sie denn Schönes? Socken zum Beispiel. Das finde ich gut. Jetzt eine sehr ehrliche Frage. Nennen Sie doch mal einige gute, aber auch schlechte Eigenschaften von Ihnen selbst. Also ich glaube, ich bin eine ehrliche Person, ich halte mich für zuverlässig und aufrichtig. Okay. Schlechte Eigenschaften ist, dass ich manchmal ungeduldig bin und dann wird man natürlich auch ungerecht. Und in letzter Zeit empfinde ich das als eine schlechte Eigenschaft, dass ich mir zu wenig Zeit für meine Freunde nehme. Okay. Freunde oder mit Freunden treffen ist ja häufig auch ein Hobby. Was wären denn so weitere Hobbys von Ihnen? Stricken, wie schon gesagt, und lesen. Außerdem leite ich eine Theatergruppe, mit der ich mich regelmäßig treffe und wir studieren was ein und ab und zu führen wir das auch auf. Dann hätte ich noch eine relativ allgemeine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was würden Sie in Schwerin verändern wollen, wenn Sie die Macht hätten oder wenn Sie es verändern könnten?
Die Haushaltslage. Also sprich, ich würde mir sehr wünschen, dass die Stadt mit mehr Geld ausgestattet wird. Nicht unendlich. Ich denke, man kann auch so an einigen Stellen durchaus gucken, wie man besser rechnen kann. Aber insgesamt finde ich, dass die Stadt mit zu wenig Geld ausgestattet ist. Und ich würde das gerne mal in eine bequemere Lage haben wollen, damit wir nicht immer ständig irgendwie so dämliche Diskussionen führen müssen über was ist freiwillig und was ist nicht freiwillig. Was nicht heißt, dass es nicht Dinge gibt, wo ich denke, an der Stelle könnte ich sparen. Mit welcher Person würden Sie gerne für einen Tag tauschen wollen? Also entweder eine aktuelle noch lebende Person oder auch eine Person aus der Geschichte, dann natürlich zur damaligen Zeit. Glaube, also so ganz spontan fällt mir da keiner ein, was ja eigentlich ganz gut ist, weil es dann vielleicht ja auch bedeutet, dass ich ganz zufrieden bin mit meinem Leben. Aber wenn ich das mal austesten dürfte, dann wäre ich gern mal für einen Tag Prinzessin. Allein schon wegen der Hüte. Okay. Die letzte Frage wäre, ich würde sagen, so der Klassiker aus den Poesiealben aus der Schulzeit. Welche drei Dinge würden Sie gerne auf eine einsame Insel mitnehmen wollen? Eine gute Hautcreme, meinen Freund und eine Zauberkiste mit Büchern drin, die sich immer erneuern.